Achtung, dieses Video hat nichts und wirklich absolut nichts mit Basketball zu tun. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute auf Wunsch rede ich mal über meine deutschen Lieblingsrapper. Deutsche Hip-Hop war damals so, ja, wo ich angefangen habe, Hip-Hop zu hören. Deutschland war da noch nicht so wirklich am Start und da hat mir nichts gefallen. Es war echt irgendwie, hatte kein Flow, die hatten keine guten Beats. Das war einfach nur so Ladi-Fadi halt. Es war nicht wirklich, ja, ich konnte damit halt nichts anfangen. Ich konnte darauf auch nicht ballen. Ging überhaupt nicht, aber die Beats, die hatten irgendwie keine Energie. Das ist schon mal das A und O damals, warum ich keinen deutschen Hip-Hop gehört habe. Dann ja, kam so Samy Deluxe. Samy Deluxe habe ich damals entdeckt, den fand ich richtig cool. Der hat auch gute Beats am Start, finde ich. Afrop natürlich, Afrop war auch gut. Bisschen Ferris MC, so ein bisschen, aber der war schon wieder so ein bisschen so, na, weiß ich nicht, bin ich nicht ganz klar gekommen, aber der hatte auch ein paar coole Sachen, wo ich auch gefeiert habe. Ja, aber das war nicht wirklich, dass ich gesagt habe, ich habe deutschen Hip-Hop gehört. Das war mehr so dann, ja, die Zeiten, wo Agro Berlin angefangen hat mit Sektenmusik und den ganzen Zeugen und so. Da ging es dann bei mir echt los, wo ich angefangen habe, okay, die machen echt richtig coolen Scheiß. Haben mich echt geflasht teilweise. Richtig geile Beats vor allem und so. Textemäßig, ja, das ist jetzt nicht so mein Level gewesen, aber irgendwie, es war mir halt unterhaltungsmäßig und Funny ist echt cool. Ja, vor allem Sido damals und so, ey, mein Block und das, ja, wer das damals miterlebt hatte, das war einfach. Ja, Sido mit meinem Block zum Beispiel oder Fuffis im Club, das war damals. Damals gab es das so in der Form nicht. Das hat ja auch die Charts gestürmt und ja, das war einfach. Damals war das revolutionär in der deutschen Hip-Hop-Szene und mit Sido ging es dann auch langsam los und Sekte und so. Auch Bushido habe ich auch immer wieder gehört, obwohl ja Bushido dieses Gangster-Gehabe und so, das kann ich auch nicht ab, das nehme ich alles nicht ernst, das ist einfach nur Unterhaltung, aber seine Beats finde ich richtig, richtig fett, der hat echt richtig geile Sachen am Start und rappen kann er auch, finde ich. Nur über Wasser halt so oft rappt, das ist halt immer, ja, fraglich, aber da tue ich auch schon sehr definieren über krasse Beats und dann die Texte dazu, weil du kannst echt ab und zu, passt das irgendwie nicht miteinander, aber ja, wenn du einen geilen Beat hast, dann nimmst du auch einen schlechten Text, so in der Art, so sehe ich das zumindest. Denke ich zum Beispiel an Frauenarzt. Frauenarzt feiere ich ohne Ende, aber du kannst dir im Auto mit Kindern echt nicht ein einziges Lied von ihm geben. Das ist echt schade, Mann. Das ist echt. Ja, da wird alles gefickt. Das ist ja furchtbar. Das ist sehr unterhaltsam auf jeden Fall, aber du kannst das Kinder nicht hören lassen. Weißt du, was ich meine? Aber die Beats sind echt. Die Beats von Frauenarzt auch Hammer. Und wie er rappt, so dieses einfache, aber trotzdem geradeausmäßige, finde ich auch richtig geil. Feier ich ohne Ende, Frauenarzt, richtig geiler Typ, immer noch heute auch noch richtig coole Sachen am Start. Ja, und sonst Genetik, Alias, den finde ich richtig gut, der rappt richtig fein, richtig geile Beats am Start, den finde ich richtig, richtig, richtig gut. Ziehe ich mir zurzeit, ja, schon ein paar Wochen rein, die Alben, seine zwei, was er da hat. Ja, und wie gesagt, dieses ganze Gangster-Gehabe, was es nicht so alles gibt von den ganzen Leuten. Shindy zum Beispiel, Shindy feiere ich auch richtig hart. Gebt mir mal eure Lieblingsrapper, was gibt es sonst noch, die Leute, wo ich nicht genannt habe, vor allem Leute mit richtig fetten Beats, zum Beispiel Beats, auf die ihr ballt und so, gibt's sowas, richtig guten Flow, also Beats, die Energie bringen, sowas, das brauche ich immer, da bin ich schnell von angetan. Sido finde ich immer noch gut, Sido macht immer noch gute Sachen, das ist einfach, Sido ist echt ein Musiker, finde ich, der hat das echt drauf. Aber so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Deutschrap in YouTube eingebe, ich kenne echt die Hälfte. Das ist einfach, jeder Dritte ist ein Gangster-Rapper und will halt irgendjemanden erschießen, totficken, Mütter und so. Das ist echt, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh, K1, gibt es hier K1-Fans da draußen? Also K1 fand ich immer ganz schlimm. Muss man auch mal sagen, man darf hier nicht seine Meinung vertreten, wenn irgendwas schlimm ist, ne? Man darf nur schlechte Meinungen annehmen, aber nicht austeilen, das ist auch immer so eine Sache, ne? Wenn du YouTuber bist und du gibst eine schlechte Meinung über was dir nicht gefällt, oh, dann bist du gleich der Arsch. Aber weh, du kriegst eine schlechte Meinung und machst diese schlechte Meinung nochmal zurück und sagst, hey, also ja, freie Meinung für alle, aber trotzdem, man darf dann doch irgendwie nichts sagen, das ist auch immer so ein Ding hier auf YouTube. Ein Phänomen, ohne Witz. Naja, ja, gib mir Feedback. Hier, Xata ist anscheinend auch eine größere Nummer, aber was ich von ihm gehört habe, haut mich nicht wirklich um. Weiß ich nicht. Hier, Redman, ja, Redman kann ich mir mittlerweile auch nicht mehr so geben. Redman damals, oh, Redman, ja, aber kommen wir wieder zum Ami-Rap, ne? Ja, die Deutschen und so, weiß nicht. Oh, 187 Straßenbande. Ja, ich weiß auch nicht, ich kann auf die Sache auf keinen Fall ballen, also es ist irgendwie schon ein bisschen fraglich, aber ja, die sind ja hier Hamburger Jungs, ne? Jesus und so.
Das Lied, was sie mit Ding gemacht haben, mit die Füchse. Alter, was weiß ich, steht vor dem Schaufel. Ja, das war richtig Arma. Finde ich richtig gut, auch ein schönes Brett. Ein Brett. Ja. Aber ansonsten weiß ich nicht. Ich habe zwar alle Alben, aber ich habe es durchgehört ein paar Mal, aber ich bin nicht drauf hängen geblieben. Hat mich nicht abgeholt, hat mich leider nicht abgeholt, aber ist meine Meinung, mein Geschmack, ne? Geschmäcker sind verschieden, vor allem Sachen Musik. Wisst ihr selber, Musik ist so vielseitig, das ist unglaublich. Jetzt vor allem noch Sachen Deutsch, Hip-Hop, Rap. Auch krasse Schiene gefahren mittlerweile, wo es da überall hingeht. Und wie gesagt, jeder Zweite, wo ein Mikrofon in der Hand hat, der ist ein Rapper auf YouTube. Ne? Ich habe zwar auch ein Mikrofon, aber gerappt. Soll ich mal rappen? Ne, lass mal bleiben. Naja. Okay, Feedback geben, eure Meinung, eure Lieblingsrapper, die Deutschen vor allem und so. Mit richtig geilen Beats und so. Ich höre mir gerne Beats an, richtig gute Beats mit Energie und so. Sagt mir das unten rein kommentieren, würde mich echt sehr freuen. In dem Sinne, vielen Dank, euer Mr. Mike. Bö. Oh ja, ein schöner Gruß geht noch raus an Berschan aus Hannover, habe ich ihm versprochen. Also Berschan aus der Reihen.